Und damit willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Heute auch wieder mit Ton. Es tut mir sehr leid, die letzten zwei Parts bei Most Wanted waren ohne Ton und ein Part bei Metro. Wie man hört, ich klinge jetzt noch beschissener als gestern noch. Ich bin nämlich sehr erkältet jetzt. Das macht aber gar nichts. Wir haben schon Kopfgeld genug für sie. Okay, sehr cool. Wir machen jetzt erstmal wieder die Meilensteine, würde ich sagen. Die Meilensteine werden, glaube ich, wieder komplett zum Kotzen. 75.000 Kopfgeld. Sachschaden von 50.000. Weniger als 3 Minuten und 8 Straßensperren. Okay. Nichts unglaublich Schwieriges. Die Straßen. Ich mache das mit dem falschen Auto. Die Straßensperren werden, glaube ich, das Schwierigste. Kontrolle, Delta 20. Verfolge ein Fahrzeug, das meinen Wagen gerammt hat. Weitere Infos später. Ja, komm her. Ah ne, ich okay. bin ja, ja, ich bin Roger, gerade nicht kommen. Mit dem. Habe einen Flüchtigen hier und brauche Verstärkung. Okay, verstanden, Delta 20. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Fahr doch mal irgendwie vorbei, du Arsch. Er rast durch den Park. Ich rase übrigens gerade gar nicht, ne? 59, meine Lichtkontakt verloren. Ich jetzt mal abwarten. Nähere mich seiner letzten 20. Ignoriert meine letzte Meldung. Ich sehe ihn. Wo kommt noch her? Fahrzeug hat gewendet. Fahren in entgegengesetzte Richtung. Hui. Verdammt, mein Wagen streikt. Ich gebe auf. Ziel verloren. Sperrt alles ab. Ja, es geht noch schnell genug auf Stufe 1. Alle Einheiten der Code-3-Verfolgung. Falsches Auto genommen. Wurde zuletzt gesehen in Aber dann haben wir das Süden erste schon mal geschafft. Auf dem Bond Boulevard. Der Einsatz Unter 3 Minuten. Auf Code 3. Sektor wird abgesperrt. Bitte auf TAC 2. So, Unterschlupf, ja. Ich will jetzt nämlich gerne mit dem Wagen hier fahren. Achso, man hat keine. Cool. Da sind wir auch schon nur noch 2, aber immerhin noch 2. Nein. Blacklist. Meilensteine. Das hier. So. Jetzt fangen wir an. Nach 2 Minuten. Nach 2,5 Minuten. Sehr schön. Zentrale, Echo 12. Ich hoffe, dass jetzt soundmäßig alles passt. Sollte aber eigentlich. Weitere Infos später. Eigentlich habe ich alles eingestellt gehabt. Ja, kommen. Achtung, alle Einheiten. Wir gehen auf Alarmstufe 2. Wir sind auf Alarmstufe 2, Dörfer. Natürlich rase ich durch den Park und sag, guck mal, du Arsch. Ist das ein Schaden? Ja, nice. Das ist mal wenig, ey. Das glaube ich weniger. Ich dachte gerade, das wäre ein Reno gewesen, ey. Nee, lass das mal. Wir müssen ja erstmal nur ein bisschen Sachschaden richten. Wenn die da durchfahren, zählt das ja auch für mich. Na, ja, da ist einer, okay, perfekt. Ich werde schon ärgern, dass ich Kugeln aufgefallen! Wiederhole! Einheit ja, aufgefallen! Aber ich hab noch, das ist sehr gut. Aber ich muss keine Nagelbahnstraßensperren umfahren, oder? Ich muss nur normale Straßensperren umfahren. Glaube ich. Ja, guck mal, da ist schon die erste. Das ist ja erwartet. An alle Verfolgereinheiten. Wir haben vor euch eine Straßensperre errichtet. Nee, da bin ich schon durch. Er fährt immer noch. Bis hinter ihm. Feuer 21. 10 über den Verfolger. An alle Einheiten. Code 3. Auf Alarmstufe 3. Fahrer hält nicht an. Wiederhole. Fahrer hält. Er ist gerade ins Einkaufszentrum abgebogen. Absolut richtig, aber ich habe irgendwie. Können wir ja mal versuchen, los. Okay, verstanden, 26. Was war das andere eigentlich? Oh shit. Müsste in Kürze da sein.
möchte gerne weg hier gerade. Keine Chance. Er lässt mich nicht vorbei. Er ist gerade durch die Tankstelle gerast. Eine Tanke war das. Ich dachte, das wäre der Turm gewesen. Okay. Hat nicht gereicht. Es sind mir gerade zu viele hier. Das ist ja eine Lüge, das wisst ihr auch. Er hat uns gerade, wir wurden getroffen. Er hat uns getroffen. Ah, chill. Charlie 18. Bin dabei. Zwei von acht. Versuch ihn abzudrängen. 34.000 von 75.000. Das ist Kopfgeld, glaube ich. Kriege ich denn mehr Kopfgeld so schnell? Jack! Ich weiß nicht, was die ganzen Tiere aktuell mit meiner Tasche haben. Ich habe nichts in der Tasche eigentlich. Aber irgendwie sind sie alle geil drauf. 37.500. Muss ich einfach sagen, ohne, ne? Könnt ihr mir einen Situationsbericht geben? Soll ich mich aber nur lange genug wegfahren? Weg mit mir. Ja, ich glaube, es ist einfach eine Zeit. Und ich habe jetzt einen kleinen Jackie auf meinem Schoß liegen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, wie immer warme Beine. Eieieiei. So, im Prinzip fahren wir einfach nur weg. In 32 Sekunden kommen neue Unterstützer anhalten. Das heißt, da möchte ich in der Gegend sein, wo viele Blocker sind. Verdächtiger hat einen Unfall. Wir versuchen ihn zu stellen. Die Linus haben mich auch gerade hart gerammt, oder? Dein Wagen ist noch immer fahrbereit. Natürlich ist mein Wagen noch fahrbereit, du Arsch. Alles, was ihr habt, Code 3. Ich verliere ihn. Bist du gar nicht, du Arsch. Natürlich bin ich auch nicht vorbeigekommen, die Affen. Aber jetzt dürften gleich erst 10 neue Autos kommen, glaube ich. Unser Raser hat gerade jemanden gerammt. Das stimmt gar nicht. Sieht weiter schlimm aus. Echo 24. Nähere mich dem Einsatzort. Das Fahrzeug ist kollidiert. Wir versuchen ihn einzukreisen. Damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich bin. Vorfolgeeinheiten. Wir haben die Straße gesperrt. Treibt ihn ruhig in unsere Richtung. Alter. Finde ich uncool jetzt gerade von euch. Los geht's. Gut, ich muss jetzt ganz schnell mal hier weg. Alter, und ganz schnell mal hier hinten rein. Schön durchs Polizeirevier und schön den Turm damit nehmen. So, ich will ja nicht entkommen. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zu. Ich hab ihn geschickt, alle her. Ich wollte hier eigentlich nur ausschalten, ne? Sierra 1, wir haben gerade eine Straßensperre errichtet. Alle Infos auf eurem Bildschirm. Eine rollende Straßensperre. So, 5 von 8. Einsatzwagen verloren. Wiederhole, Einsatzwagen verloren. Das ist super. Das ist 6 von 8. Ich guck mal nach. 7 von 8. Nein, nee, 6 von 8 müsste das jetzt sein, ne? Ja, genau. Meldung an alle. Oh Gott, Stufe 4. Das ist auch nicht gut. Das ist gar nicht gut, wie ehrlich bin. Wieder? Vielleicht bin das erste Mal in dem Park hier. Schick mir ein paar Helfer.
lasst ihn nicht bitte mal in Ruhe. Ne, hier komme ich nicht raus. Was soll ich denn machen, Jungs? Okay. Alle Einheiten Tempo reduzieren. Wir sehen uns nach einem kleinen Schnitt. Ich weiß teilweise einfach nicht, wie ich da rauskommen soll. Also wie gesagt, kleiner Schnitt, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Damit dazu kommt zurück zum Infospeak Mouse Wanted. Das war gerade Blödsinn, weil ich habe ja schon einen Mod gehabt. Wir haben alles geschafft. Ich wurde zwischendurch nochmal geschnappt, weil ich durch eine Nagelbandsperre gefahren bin und habe versehentlich auf mit Geld bezahlen gedrückt. Das heißt, ich bin jetzt pleite. Das ist mega kacke. Aber Dinge passieren, ne? Aber wir haben alles geschafft. Sehr gut funktioniert. Alter Schwede. Wenn du eine Erfahrungsstufe höher steigt, versucht die Polizei, dich mit Straßensperren einzukesseln. Jede Straßensperre hat ihren Schwachpunkt. Manche Sperren blockieren nicht die ganze Straße, bei anderen solltest du immer versuchen, an den Absperrungen durchzubrechen. Wenn du mal in eine Ecke kommst und in eine Straßensperre gerätst, denk daran, dass der Speedbreaker dir etwas mit Zeit verschaffen kann. Das ist die Zeitlupe. Versuchst die Wagen am Heck zu treffen, dort sind sie leichter und geben dir eine höhere Fluchtchance. Auf den höheren Erfahrungsstufen musst du auf Nagelbänder achten, wenn es so aussieht, als ob eine Straßensperre nicht eine Straßenseite nicht gesperrt ist, sieh lieber genau hin, sonst fährst du vielleicht über ein ausgelegtes Nagelband, was mit einer Festnahme endet. Die Polizei teilt die Position der Nagelbänder über Funk mit, damit die Beamten ihnen ausweichen können. Also halt die Augen und Ohren offen. Ja, eben nicht. Leider eben gerade nicht. Deshalb sehen wir jetzt so aus. Haben einen geschnappt und weniger Kohle. Ich glaube, wir haben echt wenig Geld aktuell. Ne, ich habe freie Fahrt. Doch, da, 29.000, ja genau. Das hat 60.000 gekostet oder so. Das hat mich richtig geärgert gerade eben. So, haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten. Und die Meilensteine quasi alle fertig. Machen jetzt nur noch 3 Blitzer, ganz entspannt mal eben. Ich habe jetzt nur die Meilensteine fertig gemacht, die ich eben nicht hatte. Also, beziehungsweise ich hatte ja eben alle bis auf die Straßensperre. Und die habe ich gerade so nebenbei gemacht. Wenn man übrigens Kopfgeld bezahlt, muss man komplett von vorne alles machen, weil man dann in Fahndungsstufe 1 ist. Aber ihr habt gesehen, ich war eben schon in der Fahndungsstufe 4. Es geht sehr schnell. Ohne Nitro, Alter. 260. Also knapp 260. Und ich hatte einen Kommentar, der geschrieben hat, ich kann einfach B drücken. Und der hat recht. Nur B ist halt auf der Tastatur und ich spiele auf dem Gamepad ansonsten. Aber Tastatur liegt direkt vor mir. Deshalb funktioniert das ganz gut. So, mein Hals tut so weh, ey. Das fuckt richtig ab. Ich habe heute auch gar nicht den ganzen Tag Zeit zum Aufnehmen, obwohl ich Urlaub habe, muss ich gleich arbeiten. Ich hab den Pizza gar nicht gesehen, ey. 52 B Meilensteine. Letzten Meilenstein, nice. So. Ich hab keine Ahnung, wie schnell ich hier sein muss, wenn ich ehrlich bin. Scheinbar nur 200, nice. So, wir haben alle Meilensteine, nämlich 7 von 7 müssen wir haben. Genau, und jetzt machen wir nochmal die Rennen. Das sind dieses Mal... Oh, shit, das sind schon 3 Seiten. 10 Stück, Alter. Fuck my life, okay. Chill, chill, chill. Ja, geht so chill. Nicht so chill, 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 chill. Nicht so chill, okay. Ich würde sagen, wir machen das K.O.-Rennen und die beiden Rundkurse vielleicht. Wenn wir es schaffen, oder vielleicht noch einen Rundkurs. Aber einen sollten wir definitiv noch schaffen. Das falsche Auto zum Rennen fahren, sehe ich gerade. Moment. Das ist das Negative, wenn ich hier zum Unterschlupf gehe. Ich kann natürlich auch mein Auto nicht wechseln.
Weil das machen wir natürlich mit dem hier weiter. Der übrigens schön nur Fahndungsstufe 1 ist, was mir sehr gut gefällt. Das heißt nämlich, dass wir da relativ viel Ruhe haben. Jetzt machen wir das K.O. rein. Nice! Erstmal ein bisschen anders hinsetzen, Mikrofon wieder anders richten. Ein bisschen entspannter, andere Autos. Oh, da habe ich sogar den perfekten Start verkackt, weil ich zu viel gedrückt habe. Das hatte ich noch nie. Also hatte ich schon mal, ja, aber mit Lenzer echt selten. Der Lenzer ist echt einfach, perfekt zu starten. Okay. Ich wollte ganz hinten lang fahren, aber ich vergesse. Also mein Problem ist meistens, dass ich nicht weiß, wie diese Stellen hier aussehen. Das heißt, ich denke ganz oft, dass es eine andere Stelle ist, als es ist. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich mit der Lackierung aktuell zufrieden bin. Mir ist zu viel Blau hinten. Vielleicht ändern wir das hier nochmal. Aber ihr habt ja bestimmt auch schon reingeschrieben, wie ihr das findet, hoffe ich. Oder im letzten Part gefragt. Und da dürft ihr das natürlich gerne auch reinschreiben. Was ich nicht gemacht habe, natürlich doof. Das ist eine hässliche Kiste, ey. Ja, weiter geht's. Malibu. Hoch. Unsere Katze war gerade auf dem Schreibtisch, da wo sie nicht hin darf, außer um auf den Schrank zu springen. Und sie war am gucken, wie der Schreibtisch denn so ist. Und ich dann auf den Schrank springen. Und dann machen wir inzwischen mal eingreifen. Eieieiei. Sacred Citadel dürfte jetzt schon fast durch sein. Beziehungsweise also es ist durch. Alle Parts sind aufgenommen. Das Spiel ist beendet. Und ich habe da überlegt, danach mit Leon, also Red Bull, ein Projekt zu machen, nämlich Rainbow Six Vegas und danach eventuell Vegas 2. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Rainbow Six Vegas als Projekt halten würdet. Da war nicht so viel mit Lenkwinkel, okay. Das werde ich wahrscheinlich auch nochmal verkacken. Scheiße. Also ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Rainbow Six Vegas und Vegas 2 als Projekt erhalten würdet, als Koop-Projekt. Allerdings dann auch nur alle 3 Tage, schätze ich. Also öfter als mit Freddy. Weil mit Freddy war ja nur 2-mal die Woche, dienstags und freitags. Und ich würde dann montags, mittwochs und freitags hochladen mit Leon. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet, noch ein Projekt. Was ich gerade für Freddy vielleicht interessant, der ja, der sich ja für Metro nicht so interessiert. Okay, die sind echt schnell. Ich fahre gerade nicht so das Beste zusammen, aber es ist eigentlich früh morgens. Wir haben es 9 Uhr oder so. Nee, 10:30, okay. Um 2 werde ich wieder arbeiten fahren. Von daher habe ich ja noch einen Augenblick Zeit. Ich wollte aber, also das ist ja immer noch der erste Part, Need for Speed, den ich aufnehme. Und ich wollte noch 2 aufnehmen eigentlich mindestens. Oder, also eigentlich, wir haben heute Dienstag. Also für heute habe ich einen Part. Ne, wir haben heute Montag, Entschuldigung. Gestern war Sonntag. Wir haben heute Montag. Für heute habe ich einen Part. Für Dienstag brauche ich einen Part. Weil ich für Dienstag nichts habe und Dienstag auch arbeiten muss, das ist der hier. Dann brauche ich für Mittwoch was, weil wir Mittwoch auf der IAA sind. Das ist der, den ich gleich aufnehme. Und dann Donnerstag und Freitag könnte ich theoretisch wieder freie Schnauze aufnehmen. Weil ich Donnerstag, Freitag wieder da bin. Allerdings denke ich, werde ich da auch weiterarbeiten an meinem Privatscheiß. Das heißt, da habe ich auch wenig Zeit. Ich würde gerne bis Samstag aufnehmen, weil Samstag arbeite ich nicht, sehr wahrscheinlich. Oder wenn, dann ohne zeitlichen Stress. Wir bauen ja gerade an nichts, wie manche wissen. Und nichts ist gar nicht mal so unentspannt. Eigentlich ein ganz nettes Projekt. Aber halt recht zeitaufwendig, sage ich jetzt mal.
Alter, wie ist er denn da durchgekommen, ey? Das gefällt mir jetzt aber nicht, wie er da durchgekommen ist. Aber wir sind noch relativ nah dran. Und haben gleich auch wieder ein bisschen Boost. Das heißt, noch ist nichts verloren. Bremst doch ab, du Arsch. Alter Belli, ey. Das war jetzt aber knapp. Nice. Haben wir geschafft. Und damit war es auch für diesen Part. Hey, kleiner Razor hier. Du hast viele andere Fahrer fertig gemacht, um an mich ranzukommen. Sie hatten nichts mit deiner Sache zu tun. Und glaub mir, die meisten wollen, dass du dafür bezahlst. Denk daran, wenn du nach Rockport kommst. Oh, hat der kleine Junge Angst? Junge. Wenn sie nicht wollten, dass man sie herausfordert, werden sie nicht in der Blacklist, die Fotzen. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da machen wir dann die Rennen. Ich hoffe alle, ich denke nicht, dass wir alle schaffen. 9 Stück in einem Part ist echt viel. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.